Die Bank! Pass mal auf, ihr müsst euch halt langsam an anderes Ideal. Sei es da drum, herzlich willkommen. Also der Ball auf jeden Fall nicht. Was? Gut, pass mal auf, der ist jetzt. Wir machen das Ganze nochmal. Jetzt machst du das. Carlos, ich möchte jetzt etwas ausprobieren. Geh nochmal ganz kurz. Mach nochmal den letzten Tusch. Ich will es jetzt einfach mal. Ich will was wissen. So, und jetzt kommt Test Nummer 2. Moment. Das ist mal reif. Karl, ja, Moment. Aber so viel Luft habe ich nicht. Ich glaube, wir können jetzt mal nach Hause gehen, weil ich gewinnt jetzt. Scheiße, das sind alles Bankies. Herzlich willkommen im Bückeburger Bankenwesen. Meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Märchenstunde im schönen Bückeburg. Und es ist so schön gewesen. Wir haben gestern Abend überlebt. Es ist sozusagen der Einmarsch für die heutige Geschichte. Und heute ist Sonntag. Das Publikum ruft Sonntag. Sonntag! Wer hat Schuhe an? Füße hoch. Wer hat keine Schuhe an? Füße hoch. Ihr seid definitiv schlauer, aber egal. Wer hat Stiefel an? Habe ich nicht nachgefragt. Weil Deppen, die Stiefel anhaben, sich beim Zeigen umbringen. Ja, ganz genau. Und ihre Demonstration. Meine Lieben, auch die, die hinten sitzen, vorne sind noch Plätze frei. Wir werden heute natürlich am Sonntage unsere Kindergeschichte aufführen. Wer uns kennt, der weiß. Und wer uns noch nicht kennt, der soll gesagt haben. Halt, warte einen Augenblick. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist das in Ordnung, während eures Picknicks weiterzumachen? Ist in Ordnung. Ist es so, dass das Blut in Strömen fließt? Das Publikum ruft Blut! Blut! Ach, eingedärme, damit wird jongliert! Das Publikum ruft Blut! Blut! Ja, und eigentlich sterben alle. Das Publikum ruft Sterbi! Sterbi! Game of Thrones! Das haben wir mal in Leipzig gespielt. Ist böse nach hinten losgegangen. Für Tyrion Lannister. Meine Lieben, heute ist Sonntag. Es sind die Kinder anwesend. Die Schönen, die Süßen, die Kleinen, Zarten, die Artigen. Das Publikum ruft die Kinder. Die Kinder. Und deswegen spielen wir heute eine Geschichte, die völlig unblutig ist. Ja, ja. Macht euch keine Gedanken. Heute bringen wir sie alle um. Wir spielen heute die Geschichte von Der Sintflut. Ja, was denn sonst nach solch einem Abend wie gestern? Was? Da, nein, wir spielen nicht. Oh, die perfekte Fälle ist übrigens, das zu sagen, richtig Bad Taste. Ja, wer solche, das machen nur Doofe. Wer so eine Haarfarbe trägt, hat eh sein Leben nicht im Griff, wurde mir gesagt. Sei es dann eben drum, mein Lieben. Deswegen gucken wir euch zu. Du guckst nichts anderes, weil dein Leben sowieso ruiniert ist. Ich finde es so schön, wenn die Leute es gut mit uns meinen. Aber Carlos, lieber Carlos, wir sind ja heute nur zu zweit. Das heißt, oh, wir brauchen mehr Leute auf der Bühne. Wir brauchen einen Freiwilligen. Für welche Rolle? Na, für die Hauptrolle. Ah, wunderbar. Da suche ich mir einen richtigen Idioten aus. Der wär schon sehr schön. Weiß ich, dass ihr alle als Idioten bezeichnet. Du würdest freiwillig das machen? Ja, wir haben ganz schlechte Erfahrungen mit Freiwilligen. Du bleibst mal schön sitzen. Aber der hier kommt meinem Ideal schon verdammt nah. Komm mal über die Bank hier drüber. Folgt mir nach. Hier herüber. So, ihr zwei, ihr könnt gleich bei den Kinderrollen mitmachen. Geh mal nach vorne zu unserem Hänschen. So schön. Oh, fit ist der Mann. Kannst du mal bitte deine Haare. Kannst du deine Haare bitte aufmachen? Mehr für mich und für alle anderen auch, da brauchst du keine Frisur.
Es scheint hier sich einen professionellen Moscher aus dem Death of War zu handeln. Wir geben mal einen Rhythmus vor. Was ist jetzt? Sag mal, kannst du dir auch die Hose so mit Klettverschlüssen so nach vorne wegreißen? Ich frag dich nicht, der kommt aus Köln, der stellt immer solche Fragen. Sei es dann drum, mein Lieber, wie ist dein Name und wo kommst du her? David aus Leipzig. David aus Leipzig! Hab ich doch gerade erst erwähnt, das Publikum ruft Leipzig! Leipzig! Wir waren auf dem BGT und haben da Game of Thrones gespielt. Warum warst du nicht dabei? Ja, Zimtzucker. Da warst du... Ja? Du warst dabei? Nein. Da warst du noch zu jung, hä? Ja. Da durftest du noch nicht zum MPS. Ja. Wie schön. David, also, du bist heute auserwählt, du spielst heute die Hauptrolle. Bist du bereit? Ja. Du kommst zu Leipzig, du bist immer bereit. Was sagt man in Leipzig zu Leipzig? Leipzig. Ja, ganz genau. Du, David, setz dich noch einmal hin, wir fangen gleich an. Nein, wir nehmen den nach hinten, die Bank brauchen wir ja für was anderes. Ach so. Meine Güte. Übrigens, da ist David, ich spiele eine biblische Geschichte. Wir könnten eigentlich gekämpft gegen David, gegen Goliath. Nee, das nimmt uns keine Ahnung. Sei es dann drum. Meine Lieben, es war vor vielen tausend Jahren, das Publikum sagt, oh. Da gab es eine Zeit, in der die Leute sehr viel feierten. Feiert mal hier in Bückeburg am Sonntag, dass der Nachbar die Ohren rausfliegen. Schlecht. Ja. Doch der Herr im Himmel, dem gefiel das gar nicht. Er sagte, so ein Lärm, so etwas kann ich nicht ertragen. Ich kann mein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Ich mache damit mit der Welt ein Ende. Ich nehme die große Reißleine, ziehe die Leine und spüle alles fort. Das Publikum sagt nein. Nein. Doch. Oh. Wart ihr dabei? Doch als der Herr Gott über die Welt schlochte. Also was ist die Schlucht von Schlucht über die Welt schlucht. Schluchte. Spanier. Über die Welt schlicht dann. Schön. Da sah er einen Mann, einen unglaublichen Mann. Riesig war er mit edlen Muskeln und alabasterzarter Haut. Die Mädels werden ohnmächtig und sagen, du nicht, Kind, du bist dafür noch zu jung. Die gucken uns. Und hier an der Stätte ist er, die Rettung der Menschheit. Aus Leipzig eingetroffen, ein Exportschlager. Hier in der Stätte einen Riesenapplaus für Noah! Das kommt auf uns. Ganz genau, Buch zu Buch, nicht zu mir. Es geht immer schlecht genug, keine Angst. Doch, und Noah sagte, ich bin Noah. Und zeigte seine Muskeln. Jetzt darfst du. Sehr schön. Das Publikum ruft, Noah! Noah! Und jetzt kannst du dir die Klettverschlusshose runterreißen. Oh, jetzt nach hinten. Es ist Sonntag. Und als Noah nichts ahnend über die Welt ging, denn er dachte nichts Böses, er kam gerade vom WGT und war eigentlich ganz guter Dinge, da hörte mit einmal eine Stimme, die sprach. Noah. Und Noah sagte. Ja. Ich bin der Herr. Und wenn ich spreche, gehst du auf die Knie. Auf die Knie. Es war ein direktes Gedächtnisgeräusch. Ist ein Knack. Ich dachte, du hast zweimal stehen, aber auf die Knie. Das müssten wir hören. Scheiße, ich hab den Rücken. Warte mal, nimm mal dein Knie frei. Guck mal, nein, Moment, jetzt nochmal ganz langsam runter. Nein, also Knie erst gerade machen, damit die Sehne zurückspringt. Ganz gerade. So ganz gerade. Kannst du da nicht stehen? Da Beine wieder Rückgrat eines Politikers. Da muss wieder Flüssigkeit zwischen die Knie. Ja, ganz genau. Sehr schön. So, und jetzt? Jetzt nochmal runter. Ja! Wie hab ich das vermisst? Runter. Und er sprach nur Helme zu. Ich werde jetzt meine große Flug schicken und ich schimpel da alles fort. Der Regen wird fallen. Doch das MPS bleibt bestehen. Noah, du nimmst jetzt eine Axt. Okay. Gehst in die grüne Sahara und schlägst dort jeden Baum um. Und anbaust du aus dem Holz ein Schiff. Ein Schiff? Ein Schiff. Ein Schiff. Bist du taub oder was? Ein Schiff. Verarscht uns. Und Noah rief, ja, Herr, das will ich tun. Sehr gut, ist auch mein Wunsch.
Ja, das will ich. Das ist das. Und nur er sprang auf. Also wenn ich das mit unserem anderen Kollegen gedacht, das dauert immer. Hast du das gesehen? Noch nie ist er so aufgesprungen. Auch mit 12 nicht. Der wollte erst gar nicht in den Dreck, dann wollte er gar nicht mehr aufspringen. Ist auch eine andere Geschichte. Und Noah nahm sich eine riesige Axt. Bleib da stehen. Und er rief: Diese Axt heißt Hakak. Richtig. Denn ein weiser Mann hat dieser Axt einen Namen gegeben. Das Publikum ruft: Hack, Hack! Hack, Hack! Ja, die kennen das schon, nicht wahr? Was macht man mit der Axt? Hack, Hack! Hör mal, der sieht das doch nicht sehr formal. Ich habe keine Ahnung. Und Noah ging in die grüne Sahara. Damals stand noch alles voller Bäume. Und Noah sagte: Die haue ich alle um. Das Publikum sagt: Ah! Das Publikum sagt: Baumörder! Das Publikum sagt: Lass dich nie im Hassbruch blicken. Das ist eine andere Geschichte. Und Noah sah dann einen riesigen Baum, einen gewaltigen Baum, mit Ästen so riesig, dass sie bis in den Himmel reichten und Wurzeln so tief wurzelten, dass sie bis in die Hölle reichen könnten. Und Noah sagte: Wow. Dem Baum um. Ja, da bin ich mal gespannt. Und Noah betrachtete sich den Baum. Er lief einmal um den Baum herum. Der Baum ist ein bisschen größer. Du läufst nicht durch? Ja, so ist gut. Weiter, weiter, weiter. Schneller. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Lauf, Noah, lauf! So ist gut. Das ist gut. Lauf, mein Lieber! Bist du wahnsinnig bei dem Wetter? Hey Mann, der ist aus Leipzig, der ist fit, Mann. Der kann das ab. Und wenn er drauf geht, wir haben noch genug Gäste. So. Aber nicht so viel aus Leipzig. Und? Was? Du kommst auch aus Leipzig. Ist ja gut, nicht dann nehmen wir die nachher. Und Noah besaß sich diesen Baum, den riesigen Baum. Und mit der riesigen Axt holte er aus und schlug zu. Das Moment, mal so schnell. Wir sind ja... Ich habe noch nicht den Ende angekündigt. Denkt ihr mal dran, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, der muss nochmal. Und Noah besaß den Baum von oben nach unten, von links nach rechts. Er holte mit der Axt aus und in einem einzigen Hieb schlug er den gewaltigsten Baum der Welt um. Jetzt. Pack! Du hast da mittendrin aufgehört. Das habe ich gesehen. Oh, also Noah, hol doch einmal aus, bitte, Carlos. Das, jetzt aber. Bitte mit der Axt wedeln. Wedeln mit der Axt. Wedeln mit der Axt. Ja, besser. Und Noah schlug zu. Tschack. Das Publikum sagt: Ah! Und der Baum, er schwankte nach, fürs Publikum nach rechts. Von euch auf euch zu, von euch weg. Und er schwankte nach links, umgekehrt. Und er schwankte nach rechts. Und er schwankte nach links. Und schließlich begann er zu fallen. Wahnsinn, gib mir die Axt, nachher passiert noch was. Au! Endlich! Und Noah nahm den Baum in seine riesigen Hände. Er nahm ihn in, ja, tiefer, der liegt etwas tiefer. Ja, so ist richtig. Und er stemmte ihn hoch, hoch über seine Schultern. Und mit unbändiger Kraft warf er den Baum in die Luft. In die Luft. Und als er wieder zurückkam, nahm er seine Handkanten und schlug den Baum zu Brettern in zwei. Hui! Ey, Wahnsinn, jetzt ohne Scheiß. Was denn jetzt? Möchtest du mit uns auf Tournee gehen? Und Noah nahm die Bretter in seine Hände. Und da er keine Nägel hatte, nahm er seine Fingernägel, rote Löcher hinein und hämmerte die Bretter zusammen. Er sieht aus wie ein Klavierspieler. Guck, was ein Bürojob, ne? Und dann haben die Bretter, wandte sich um. Dreh dich um, knall die Bretter hier drauf. Er hämmerte mit blanker Faust alles zusammen. Und zimmerte aus diesen Brettern ein Schiff. Und vor euch steht die Arche. Das Publikum rastet aus. Das ist ja eine Bank. Ey. Bank, richtig schön. Habt ihr sonst irgendeine Obsession vielleicht? Irgendwas, was wirklich nett ist? Eine Bank? Schuhe! Und so eine wie du hat die EM gewonnen.
Was sagt man eigentlich in Leipzig zur Arche? Hallo Arche? Sehr gut. Der kommt nicht aus Hessen, der kann Deutsch. Sei es dann drum. Und nun galt es aber, nach Wunsch des Herrn, nimm von jedem Tier ein paar, ohne Makel und gesund. Und Frau Noah und die Kinder und die Katze und dem Hund, reichlich der Tiere hinanzuretten und sie auf die Arche zu bringen. Wir müssen mal die Arche ein bisschen nach vorne bringen. Don Carlos, jetzt aber an die Kinder gerichtet. Wer möchte Tier sein? Los, kommt ihr zwei. Alle Kinder, die Tiere sein möchten. Alle Kinder, die Tiere sein wollen, kommt rein. Kommt der rein. Hans wird damit klarkommen müssen. Der ist selber so ein Rammler mit drei Kindern. Jetzt ist er. Dafür ist er alt genug. Will noch einer mitmachen? Noch irgendwelche Kinder, die Tiere sein möchten. Die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorne. Ja, man kann sich auch gut platzieren. Ja, los, nicht, komm, komm mit dran. Auch Tierchen sein möchten. Sehr schön. Er möchte Tier sein. Warte mal, Hesse, was bist du denn für ein Tier? Kamel. Eine Wollmaus. Ein gutes Tier. Eine Wollmaus. Ein wildes Tier. Ja. Aufgeblasener Fatz. Und hier sehen wir sich all die Tiere, die es vor der großen Sinnflut in Sicherheit zu bringen gab. Und nun dürfen die Tiere einmal nennen. Was seid ihr denn alles für Tiere? Ein Löwe. Eine Katze. Ein Löwe. Ein Pferd. Ein Biber. Nein, kein Biber! Kurz, sind welche von den Bibern anwesend? Ja, du bist der Einzige, das ist in Ordnung. Tiger. Biber. Aber das glaube ich dir. Giraffe. Wundervoll. Und das Publikum jubelt die Tiere noch einmal zu. Es sind Tiger, Löwen, Ziegen, Giraffen und schließlich alles ward auf die Arche gebracht. Noah kam nach vorne, besah sich alles genauer und er fand, dass es gut war. Jawohl, und der Herrgott persönlich kam herbei und hat die Pforte geschlossen. Noah geht zu seinen Tieren in die Arche. Und so schön könnte es gewesen sein. Doch im nächsten Augenblick verfinsterte sich der Himmel. Das Publikum sagt, oh. Danke, du hast jetzt die Stimmung kaputt gemacht. Da kommt eine dunkle Wolke. Der hat leider überhaupt. Der Drops ist gelutscht, mein Freund. Nach gestern ist der Drops gelutscht. Da komme ich auf dich zurück. Ab nächste Woche Tern und Federn werden wir übrigens wieder. Hat er das gesagt? Und es kam ein Blitz. Blitzt mal. Blitz. Und es kam ein Donner! 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 Und es kam ein großer Regen! Spuck mal alle in die Luft! Nein, tu das nicht! Das ist nur ein Scherz. Und das Wasser stieg an der Arche empor. Das Wasser stieg laut platschend an der Arche empor. Die Tiere bekamen es mit der Angst zu tun und schrien alle auf. Au. Ich habe ja noch ein Ohr, danke. Und das Publikum schreit, Sauwetter! Sauwetter! Wackel! Will mich ja einer produzieren, Alter. Nein, meine Lieben! Das Wasser kam. Bückeburg Samstagabend. Nee. Wacken fällt dieses Jahr trocken übrigens. Also tatsächlich, die kriegen tolles Wetter. Das glaubst du wohl selber nicht. Er sagt, jetzt beschreist du's. Oh, jetzt kommen wir ganz durcheinander. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Stimmt, das Wasser stieg empor. Und eigentlich hätte die Arche losfahren können, Tiere in Sicherheit zu bringen, damit die Schöpfung weiter funktioniert. Doch in diesem Augenblick, als die Arche noch im Trockendock stand, das Wasser war schon bis an den Planken stand, hörte Noah mit einem Mal einen Schrei. Hey, das soll ja wohl nicht wahr sein. Hey, Noah, still bleiben. Ich das wichtigste Tier im Tierreich. Du willst mich doch wohl nicht hier zurücklassen, hier im Bückepur. Oh. Und da stand es. Noah glaubt es nicht. Guck dir das selber an. Noah blickte gen Westen und sagte: Wir haben es schon nicht. Aber das ist noch weniger als nicht. Hat jemand.
Wer von euch hat das Einhorn schon gesehen? Wer war bei Noah schon mal dabei? Alle mal die Hände hoch. Übrigens habt ihr dieses Ding noch nie so sauber gesehen. Ich habe das erste Mal in der Geschichte der Heiligen Dreischäuslichkeit dieses Siftding mal gewaschen. Du standst gestern einfach im Regen. Ja, das ist richtig. Das musst du mal aufsetzen. Die Gedanken an 12. Ah nein! Noah! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich, das Wichtigste! Ich, das schönste Tier im Tierreich! Du kannst mich doch nicht hier zurücklassen! Und das Einhorn. Das Einhorn, es kam nach vorne, damit die Leute es einmal betrachten konnten. Ja, es war nicht nur das einzige Einhorn, es war auch das letzte Einhorn. Schmeckt das? Das war generell das letzte, wenn ich das sehe. Was ist denn das für eine Zusammenstellung? Ein Hemd? Ein Einhorn mit einem Kilt und die Wampe hängt über der... Das ist eine andere Geschichte. Hat er gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Hat er echt gesagt. Und Noah... Freundchen, mit dir müssen wir noch... Stehen bleiben! Ich, das Wichtigste, das schönste Tier im Tierreich, das fragilste, das wunderbarste, das feingliedrigste Tier im ganzen Tierreich. Mich willst du mich mitnehmen? Oh, Noah! Aber warum ist er... Es darf jetzt mal applaudiert werden, sonst hört der Idiot nie. Mach mal seine Knie. Als goldener Rammler wärst du reingekommen. Sag es ehrlich, ohne Scheiß. Hast du niemanden zu Hause? Nee, ne? Nee, so dämlich wie der lacht hat. Keine Angst, der hat auch kein Zuhause. Aber einen nehmen wir. Dich. Danke. Und Noah, er betrachtete mit großen staunenden Augen das Einhorn, das vor der Arche hin und her hüpfte. Bei schwülstem Wetter, wo die Sonne herniederschien und langsam der Schlüpper von der Ritzenschwitze. Und Noah rief: Oh Einhorn! Oh ja, Noah! Du willst es wirklich? Ja, ich möchte unbedingt mitfahren bei dir auf deinem tollen Schiff. Du bist doch das einzige Einhorn. Ja, ich bin das letzte und das einzige, das schönste Einhorn überhaupt. Da haben wir drei Probleme. Erstens, ja. Es hieß nun von jedem Tier ein Paar. Du bist gar kein Tier. Du bist ein Fabelwesen. Ja und? Zweitens bist du auch kein Paar. Du bist das einzige Einhorn. Ja, und ich habe aber Volumen für zwei. Guck mich an. Wissen wir. Da kann ich nichts dafür. Nicht blöd lachen. Den Text sagen, den hat's hier vorsagt. Da kann ich nichts dafür, wenn du einen Bauch angefressen hast. Hat der Hans dir den Text vorgesagt? Das war ich selber. Das macht für dich nicht besser. Oh. Ich mag den immer lieber. Hör mal, ohne Scheiß, normal. Hast du Zeit, so das nächste halbe Jahr mit uns auf Tour zu gehen? Also mit Hans schon. Marionette. Sprechpuppe. Hans, fehlt nur noch, dass du denen die Hand hinten wie beinahe... Das ist genau andersrum, wie du das verstehen kannst. Ich mache das, was er will. Nur mach weiter, ich schwitze. Jetzt hör mal zu, Einhorn. Außerdem hat der Herrgott die Tür verschlossen. Und was der Herrgott beschlossen hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und jetzt sag ich mal den richtigen Grund. Hey, Einhorn! Ja. Scheiße Hose. Nee. Scheiße Kilt, scheiße Schuhe, scheiße Wampe, du kommst da nicht rein. Da, keine Hose, kein Problem. Mir ist doch keine Ausrede zu schaden. Ist jetzt dir selber eingefallen oder hat sie das wieder wie eine Sprechpuppe hinten reingeblasen? Doch Noah wollte den gequälten Geschwätz des Einhorns nicht weiter lauschen und sprach: Fröhliches Überleben. Das Lieblings- Evolution. Ging zurück in die Arche, um sich Rex-Darwinist. Ging sich zurück in die Arche, um sich auf die große Überfahrt bereit zu machen. Das Einhorn glaubt aber trotzdem seinen Ohren nicht zu trauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich soll hier zurückbleiben, ich als das schönste, wichtigste. Du glaubst nicht, was ich sage, oder was?
Die guckt mich an, als wenn ich ein Idiot wäre. Denk dran. Was? Alte Kinder und junge Frauen wissen immer die Wahrheit. Und hier an der Stätten war das Einhorn, das vor den tosenden Wassermassen sich doch einmal in Sicherheit brachte. Genau nach der Erinnerung auf eine Sandbank. Ja, Hauptsache einen schönen weiten Weg, den ich gehe. Ja, natürlich, du bist ja selber hinten hingelaufen. Ja, weil ich Anlauf holen wollte. Ja, ganz genau. Sandbank. Und das Einhorn stand auf der Sandbank. Und während die Arche auf dem flutenden Empor stieg, um dann langsam den Horizont zu entschwinden, da rief von der Sandbank mit dem Regen im Gesicht den Wind in der Hackfresse. Wie heißt das auf Spanisch? Visage? So. Und das Einhorn rief noch einmal: Halt sofort an, Noah! Sonst kriegst du aber so dermaßen was vor dem Bug. Doch Noah, er konnte nicht umkehren, selbst wenn er gewollt hätte. Denn das Wasser stieg weiter empor, die Arche wurde mitgerissen und wurde am Horizont immer kleiner. Und als das Einhorn feststellte, dass es nicht mit auf die Arche konnte, da wurde das Einhorn sauer. Das wurde sowas von sauer. Es scharrte mit den Hufen, es schneuzte mit den Nüstern. Eine Bekannte von mir ist Töpferin. Es holt Anlauf und es sprang. Markus, wir sind gleich zu zweit, Freunde. Hui! Es schwang nicht, es schwang sich durch die Luft. Es flog über Japan, China, Liechtenstein, Papu. Was? Mach noch mal ein bisschen. Ich hab Kind, also mach jetzt, mach ihn. Nee, ich trau denen nicht und dir auch nicht. Es sprang hoch in die Luft und flog über die halbe Welt. Japan, China, Papua-Guinea, Liechtenstein, Österreich, Wien. Warum so ein Umweg? Weil damals gab es auch keine Landkarten. Ist doch ganz einfach, ne? Es sprang im Flug immer weiter. Amerika, Südamerika, Antarktika, Nordosteuropa, Leitsch. Und es hat beinahe die Arche erreicht. Es sprang dreimal um die ganze Welt und sprang doch genau einen Meter zu kurz und klatschte mit der Wampe genau vor der Arche in die tosenden Flut. Ich habe ein weißes Hemd an. Ja, ich weiß. Das Publikum ruft Wasseralarm! Wasseralarm! Doofes Wort ist mir gerade eingefallen. So, platsch. Nochmal ganz laut. Wasseralarm! Dann machen wir es also nochmal mit dem richtigen Geräusch. Du hast gerade gesagt, danke. Gut. Und mit einem lauten Platsch klatschte es vor die Arche in den Boden, aber schlug mit dem Horn ein Loch in die Arche. Jetzt kam Wasser in die Arche. Die Tiere schrien vor lauter Angst einmal auf, alle. Das war jetzt das andere. Ich konnte es auch nicht hören. Eine Wiederholung in Tempus Lupus. Und die Tiere schrien auf. Hast du schon Kopfschmerzen? Eines der Kinder hat mir ins Auge gespuckt. Ich glaube, ich lasse dir heute mal die Arche absaufen. Sei es dann drum. Doch da kam herbei der beste Freund des Menschen, nämlich der Hund. Noah, komm mal her. Hier, Noah, hier, hier, hier vorne. So ein bisschen weiter vorne. Ja, ja, ganz genau. Gesicht in die Richtung. So. Oh, so ist recht. Und Noah sagte, braver Köder. Hast du da Kettverschluss dran? Braver Köder. Gib mir auch was zu fressen. Was gibt's denn? Reste. Und der Hund kam herbei, besah sich den Schaden und steckte die Schnauze in das Loch und verstopfte es damit. Das Publikum rastet auf! Die Arche ward fast gerettet, doch es war ein magisches Loch von einem magischen Einhornhorn hineingebohrt. Das Loch wurde größer und größer und größer, dass auch Noahs Hund es nicht mehr verstopfen konnte. Das Publikum schreit, wir saufen ab! Wir saufen ab! Die Tiere schrien vor Angst! Mach's nochmal! Komm her, Noah.
Nimm das Mikro. Ja, ja, ja. Warte mal, Hans, stell dich mal hier hin. Stell dich mal hier hin. Nein, du stellst dich da hin. Du bist aus der Nummer raus, du stellst dich hier hin, so. Und wenn er das sagt, dass ihr schreien sollt, schreit ihr. Hi. Und die Tiere waren ein bisschen in Aufregung und sie sagten ganz leise, ah. Ich hasse euch alle. Und da kam aus den Tiefen von Noahs Arche, von dem Geschrei der Tiere aufgeschreckt, direkt vom Barbecue, die Frau von Noah herbei. Das Publikum ruft, Obi! Und Noah, pass mal auf, Noah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin den ganzen Tag im Keller von diesem Schiff am Grillen. Jedes Tier, was überflüssig ist, stundenlang, damit du was in deine Wampe kriegst. Und dann sehe ich, dass das Schiff Schlagseite bekommt. Sag einmal, wofür bist du eigentlich zu gebrauchen? Meine Mutter hat mich für dir gewarnt. Sie hat auch gesagt, heirate Jörg, der wird wenigstens irgendwann Chirurg. Und wen nehme ich? So eine Flasche, so eine Versager. Ich bemerke jetzt mal dein Publikum, es gibt ein oder anderes betretenes Gesicht. Ja, ich sehe den Publikum, die anderen waren sehr bekannt vor. Sei es dann eben Druck. Doch als Noahs Weib sich den Schaden genauer betrachtete, entschied sie, dass sie durch fast 40 Tage Barbecue-Vorbereitung im Keller des Schiffes durch das lange Stehen eine Herzinsuffizienz entwickelt hat und geschwollene Füße bekam. Nein, habe ich nicht. Hast du wohl, das ist ein Blinder. Und sie nahm die Füße hoch, steckte sie in das Loch und verstopfte es damit. Was machst du denn da? Das Loch ist diesmal da hinten. Oh Gott. Das kann ja keiner sehen. Genau, aber Moment, er hält die Füße hoch. Das sind genau circa 20 Zentimeter vom Boden weg. Das Publikum rastet aus. Und es rastet so lange aus, wie Noahs Weib die Füße im Loch halten kann. Doch das Loch wurde größer und größer und größer, dass auch die dicken Füße von Noahs Weib es nicht mehr verstopfen konnte. Das Wasser lief in die Arche, die Arche bekam Schlagseite, das Publikum schreit, wir saufen da! Wir saufen da! Die Tiere schreien! Die Tiere schreien! Die Tiere schreien! Die Tiere schreien! Die Tiere schreien weiter! Oh Gott. Ich beantrage zuvörderst, vielleicht hier im Amt zu Bückeburg, das zufälligerweise das Machen von Kindern mit dem Erwerb eines Waffenscheines. Doch in all dieser Not kam Noah persönlich herbei. Er ging nach vorne, besah sich den Schaden genauer, guckt nach unten, und er sagte, ist der Herr im Hause recht? Muss er selber sein? Der Knecht. Er wandte sich um, mit dem Rücken zum Publikum, gerade wie eine deutsche Eiche. Er nahm mit der Hüfte Maß, wackelte hin und wackelte her, hatte genug Zeit zum Trainieren. Er bückte sich nach vorne, holte aus und steckte seinen Hintern in das Loch. Das hielt, das Publikum rastet aus! So, ja, was willst du hier angeben, dass du auch so Sachen kannst, oder was? Oh, was? Eins. Die Arche. Deine Karriere bei uns ist heute beendet. Nur komm hoch. Die Arche landete am Berge Ararat. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja, denn ihr seid ja dadurch alle ein Teil davon. Und jetzt wisst ihr aber auch, warum Hunde immer eine nasse Schnauze, Frauen im Bett immer kalte Füße haben und Männer immer so am Lagerfeuer stehen. Danke, Gemeinde! Merci! Wunderbar! Am heutigen Tage
erst einmal beglückwünschen und bejubeln lassen unseren stolzen Mitspieler aus dem fernen Leipzig. Sein Name war? David. Noah! Ja, ein bisschen mehr kann schon sein, aber... Und jetzt möchte ich erstmal einen riesen Applaus haben für das, was ich wirklich tierisch betrachten kann. So was habe ich noch nicht erlebt. Ich habe schon viel erlebt. Einen Applaus für unsere Tiere! Und Leute, die haben wollen, noch einmal Bier saufen ab. Kinder, bleibt mal kurz sitzen. Wer von euch ist mit dem Auto hier? Wenn ihr nachher hinter Papa sitzt, macht ihr das nochmal. Einverstanden? Super. Nein, macht das nicht. Meine Lieben, so habe ich noch nicht erlebt. Jetzt, Kinder, springt noch einmal auf. Zur Linken und zur Rechten. Aufspringen, aufspringen. Wir brauchen noch einen Blick in die Mitte gleich. Bevor dieser Blick kommt, steigt auf die Bank. Niemand anderes als der wahrhaftige... Nee, nicht die Kinder. Wir haben jetzt... Wenn alle drauf gehen, ist es zu viel. Es reicht, wenn der in der Mitte drauf geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich spring da nicht drauf. Sei es dann drum, dann ein Riesenjubel für die vielgesangste Gestalt hier aus unserer Mitte. Er kam aus dem fernen Ostportugal, Spanien genannt, ist in Niedersachsen gelandet, in Köln aufgewachsen, da konnte nichts draus werden, geschmiedet aus heißem Frittenfett, der einzige mit einem Diplomabschluss als Schauspieler. Das hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Für euch, Don Kalosch! Dankeschön! Die Kinder einmal runter, der Hauptdarsteller muss vorgestellt werden. Einmal ganz runter, alle Kinder runter. Und jetzt ein Riesenjubel noch einmal für den, der schon alles gespielt hat. Er war eine Kirche, er war eine Wand, er war ein Bett, er war ein Haus, er war ein Loch im Boden. Und heute war er fast die ganze Schöpfung. Für euch ein Riesenjubel für die Bank! Ja, schade, dass du heute Abend der Kettensäge zum Opfer fällst. Oh. Nun, was wäre die Märchenstunde ohne ihn? Ohne ihn, der Worte sinnlos aneinanderreiht, jeden David aus Leipzig als Sprechpuppe missbraucht, jedem seinen überflüssigen Text einflößt. Er, das schöne Blauauge aus der Landesstadt Hannover. Hier für euch unser wunderbarer Erzähler, der hässliche Hans. Vielen Dank, meine Lieben, dieser Applaus wieder mal völlig gerecht hat. Wir werden wohl die Bühne mit Ihnen freigeben, denn es wird noch viel geschehen am heutigen Tage. Wir werden heute um 15.30 Uhr das Buchenball zu Frönen haben. Und um zur 17. Stunde haben wir hier auf dem Platz noch einmal die große Gewandungspremierung. Zwischendurch Fechte natürlich, Fektum in fürchterlicher Manie, sowie Musik mannigfaltig hier zu erschallen hat. Und lasst euch sagen, Leute, heute scheint die Sonne. Bleibt hier, wenn ihr nach Hause fahrt, dann seht ihr nur das, was ihr zu Hause habt, nämlich die Wand. Hier an der Stätte bedanken wir uns bei euch und wünschen euch am heutigen Tage, bis wir uns wiedersehen, alles Erdenkliche. Auch Gutes. Dankeschön. Kinder, ihr dürft nochmal schreien. So. Ab mit euch. Eure Eltern haben euch lieb. Einer muss euch lieb haben.